Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und voll.at. Ich bin Philipp Vondrak, guten Tag. Auf dem Bodensee kollidieren ein Frachtschiff und ein Passagierschiff in der Nähe des Strandbades in Lochau. Passagiere springen über Bord, Matrosen werden bei einer Explosion verletzt und treiben im Wasser. Unter dieser Annahme übte das Militärkommando Vorarlberg heute einen Katastropheneinsatz. Insgesamt 6 Hubschrauber kreisten über dem inszenierten Unglücksort. Dazu kamen 9 Pionierboote, Wasserrettung, Seepolizei und Feuerwehr. Aufgabe der Hubschrauber war es, mit Behältern aus der Luft ein Feuer zu löschen. Der Einsatz verlief bis auf eine kleine Ausnahme reibungslos. Oberstleutnant Michael Kerschert. Ein kleines Problem hat es einmal gegeben mit einem Kübel. Der hat sich nicht gleich öffnen lassen, haben wir aber behoben und schlussendlich war alles in Ordnung. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte an der Übung beteiligt. Wegen eines jahrelangen Grundstücksstreits in Weiler steht Bürgermeister Dietmar Summer nun unter Verdacht des Amtsmissbrauchs. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet, berichten heute die VN. Der Grundstücksbesitzer will seit 6 Jahren ein mehrere Millionen Euro teures Wohnungsprojekt umsetzen. Die entsprechenden Umwidmungen fehlen allerdings. Bürgermeister Summer weist die Vorwürfe zurück. 39 Bahnstationen gibt es im Land. Vorarlberg hat damit die höchste Dichte an Bahnhöfen im Österreich-Vergleich, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Erfreulich für Pendler, bei 90% der Bahnhöfe hält eine S-Bahn, bei jedem 5. Bahnhof ein Fernverkehrszug. Damit liegt Vorarlberg ebenso im Bundesländervergleich an der Spitze, so die VCÖ-Analyse. Und die Fans von Austria Lustenau fordern den Abgang von Präsident Hubert Nagel. Das wird in einem Fanbrief an den Vorstand kundgetan. Der autoritäre Führungsstil sei nicht mehr zeitgemäß. Das, was Nagel aufgebaut habe, zerfalle nun Stück für Stück. Bei der Jahreshauptversammlung müsse für eine Änderung gestimmt werden. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis morgen.